weint nicht alle mexischen Gemeinden, dass sie hinterfotzig und der menschenfreundlich sein. Er wird nicht der guten Piraine Tier, der Stork die Vipern, all wo er sie findet. Seiet nicht Hesinderei, magst du auch Hexerei sagen, wieder natürlich herumtun und Zauberwerk mit Schlangen und Kräuter? Waren es nicht jene Götzendiener, der Echsenherrin Zar, die dem Sterblichen geben wollten, die Ewigkeit, die dem Himmel allein gehöret? Seien nicht die übelsten von allen Untieren der schlangichten Art, als da seien Basilisk und Drach? Seien nicht der Rosumpf und Ödland in Aventuria, da keiner gähet, so verderbt er auch sei? Wer wisse, was dorten alles wächst und äxt, und seiet nicht all Exischem, der trügerisch Schlaf zu eigen, dass der Gute nimmer wisse, ob es tot sei oder nur im Schlafe. Und erhebet sie sich nicht, noch wieder nach dem siebenten Hiebe? 10. Zar, um die 16. Stunde. Ihr habt euch nach dem Angriff mitten auf euch zurückgezogen, auf euer eigenes Schiff, die Aviander, und konntet dort einige Zeit regenerieren, euch erholen und den heilsamen Schlaf von Rafim abwarten. Der taumelt dann irgendwann immer noch sehr bleich in Richtung der Kapitänskajüte, um zu sehen, ob jemand da ist. Na, hat einer von euch Wasser überlebt? Selbiges könnte man euch wohl fragen, ne? Erfreulich viele. Das ging glatter als erwartet. Was macht er denn Wunder? Naja, das ist schlechter als erwartet. Warst du... Nein, du hast geschlafen. Dann ist jetzt vielleicht der Moment, sich um deine Verletzung zu kümmern. Wir haben einige Gefangene gemacht. Paligan befragt sie gerade auf dem Batteriedeck. Naja, dann war euer Auftrag ja von Erfolg geglückt. Ja, überhaupt kein Problem. Das war super einfach. Ja, ich hoffe, dass wir bald mehr wissen werden. Ja, ich bin so gespannt, was die Herren zu sagen haben. Ich setze mir erstmal den Nabel, mir gehe aus dem Weg, ich muss da sitzen. Ach, du bist immer dicker, du sollst dich mal bewegen. Nein, nein, das ist eine gute Form. Rafim, du siehst sehr stattlich aus. Ja, danke. Danke. Ja. Müssen wir sonst noch irgendwas hier tun oder können wir diese Götter verlassen, die Stadt jetzt endlich verlassen? Wenn ich mich recht entsinne, muss die Kapitän ja noch die Ernennung einer uns gewogenen Führungspersönlichkeit anstoßen. Richtig. Und wirklich geklärt ist diese Marek-Sache ja immer noch nicht. Wir wissen zum Beispiel immer noch nicht, ob Hyvilla noch am Leben ist. Eigentlich wollten wir ja mit Paligan zum Boron-Tempel gehen, damit er einmal einen Blick darauf werfen kann. Aber ich denke, in dieser Sache warten wir einfach, bis wir neue Informationen haben. Was neue Informationen angeht, Kapitania, wir haben eine Nunziomoro-Depesche erhalten, während wir fort waren. Tatsächlich? Ja, von unserem guten Serventino, würde ich Freund sagen, fängt sich dann Bekannten, kann er ja, ne, aus Kunja. Was will dieser Paktierer denn von uns? Nun, ich hebe das Pergament hoch, reicht es dann zu Sulamin, die Kapitania sollte sicherlich, aber mehr einen Blick von der Seite zu, wird sich das sicherlich ansehen wollen. Sulamin überfliegt einmal den Brief. Er behauptet, dass er euch den Giftanschlag verziehen hat, Abelmir, und dass er seinen Pakt, den er hiermit zugibt, gebrochen habe. Er möchte sich in Kunchom mit euch treffen, um euch einige Gegenstände, interessanterweise schreibt er Donaria, zu übergeben, die euch dabei helfen sollen, in die Vergangenheit zu reisen. Woher weiß er davon? Ihr seht mich nicht an, ich habe ihm keine Briefe geschrieben. Das klingt nach einer ausgesprochenen Falle. Sulamin schaut nochmal in den Brief. Also für mich liest es sich zwischen den Zeilen so, als würde er auf ein Projekt Bezug nehmen, das ihr mit ihm besprochen habt. Als wir noch gerne auf sein
Ich habe mit ihm gar nichts besprochen diesbezüglich. Also ist die Frage, woher weiß er davon? Ich habe damit niemand geredet. Ich auch nicht. Also von mir weiß er es nicht. Guckt mich nicht so an. Ich habe dem Mann auch keine Briefe geschrieben. Aber sollte ich Vermutungen anstellen, würde ich denken, dass Dinge zu wissen, die man nicht wissen sollte, das Kernmetier des Amazarat-Traktierers ist. Nun, das ist wahr. Aber Abelmir, ihr habt doch hoffentlich keine größeren Dummheiten vor? Er schreibt Onaria. Wisst ihr, ich würde es wirklich vorziehen, wenn ihr das Beschwören von Dämonen Serpentilio überlassen würdet. Ich beschwöre keine Dämonen. Das ist eine persönliche Angelegenheit, die für mich äußerst wichtig ist. Nun, ich verspreche euch keine Dämonen. Gut. Ich denke, das ist auf jeden Fall sicherer. Aber warum denkt ihr, dass ihr etwas mit Onaria anzufangen wüsstet? Den Elementarbeschwörungen solltet ihr vielleicht auch lieber Boltax überlassen. Der Sicherheit halber. Wir wissen, wie das letzte Mal ausgegangen ist, Abelmir. Ist und mir ein Ritual der Temporalmagie. Ja, das kenne ich. Da muss man sich gut darauf vorbereiten. Da hat Abelmir nicht Unrecht. Nichtsdestotrotz bleibt die Frage, wo er davon weiß und ob man ihm trauen kann, dass er wirklich sein Pakt abgeschworen hat und bei wem er diesen Pakt abgeschworen hat. Nun, ich glaube, so ganz trauen werden wir ihm nur wohl niemals können, in Anbetracht dessen, was wir denken, dass sein Pakt Herr ist oder war. Etwas ist seltsam an diesem Brief. Da ist eine Reihe. Hier sind so viele Haas. Es ist mir erst nicht aufgefallen, weil im Tulamidia stumme Haas sehr verbreitet sind. Aber nein, das stimmt nicht. Und es ist nicht nur ein einzelner Fehler. Naja, hat ihm sein Lehnsherr vielleicht den Verstand geraubt? Oder Hesinde hat ihn mit Dummheit geschlagen für diesen Frevel. Paktieren. Es könnte ein Symptom seines Paktbruchs sein, ja. Oder es könnte ein Trick sein, der uns das glauben lassen soll. In meinen Namen hat sich ein zweites Haar eingeschlichen und auch in Weisheit und Worte. Allerdings auch in Giftanschlag und Kamel. Und in euren Namen ebenso, Abelmir. Vielleicht könnten wir einen Spezialisten für Rätsel befragen, wenn wir selber dazu nicht imstande sind. Wir kennen da einen Al-Anfa in der Akademie. Ja? Nun, dies ein wenig weit weg. Vielleicht solltet ihr zunächst einmal eine xenografische Untersuchung des Schriftstückes anstellen. Er nennt sich Canicetiana Nandurion. Haben wir je einen zweiten Namen von ihm gehört? Schaut doch, wie er sich eingeschrieben hat. Dort müsste sein vollständiger Name stehen. Hervorragende Idee. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Ich würde mal das Schriftstück einem Odem unterwerfen. Und neue Zeit lassen. Kann nicht schaden. Gib einmal her. Ich will ihn etwas untersuchen. Vielleicht ist er magisch. Vielleicht sollten wir es auch gegen Feuer halten. Nur falls die unsichtbare Tinte am Berg ist. Der Zitronensaftpaktierer. Hey, macht euch nicht über den lustig. Sind die Haare, das ist vielleicht eine Karte. Die Worte mit den Haaren sind, no. Das macht mich wahnsinnig. Seledon. Ögnir. Also du kannst Restspuren entdecken, du würdest allerdings darauf schließen, und das hat ja Serpentilio auch gesagt, dass er mit einem Nuncio Volo eingetroffen ist. Die sind also leicht dämonisch, wohl aber die durch den Transport hierher. Und die Schrift, das Schriftstück selber ist... Das Schriftstück selbst ist profan, genau. Nun, so wie es aussieht, weist dieses Schriftstück keine magischen Spuren auf, außer die Restspuren der dämonischen Substanz. Nun, dann ist die Frage, seid ihr interessiert genug an diesen Informationen oder Dingen, die ihr vielleicht für euch hat, dass wir auf unserem Weg nach Süden Kunjam ansteuern sollten? Ich
bin sehr gespannt, was aus ihm geworden ist. Und nun ja, falls er immer noch ein Paktierer ist, ihm sein Schicksal zuzuführen. Wir konnten es ihm damals nicht nachweisen. Ich denke, wir werden auch heute nicht in der Lage sein. Gibt es doch selber zu, den Brief. Also wollt ihr ihn töten, auch wenn es wahr sein sollte? Natürlich. Aber wir sind keine Meuchelmörder. Nein, sind so wir nicht, aber nur weil er seinen Pakt gebrochen hat, ist er nicht unschuldig. Voltax, so wie ich den Text, den die Kapitän hier vorgelesen hat, verstehe, er hat Abelmir sich doch wahrhaftig bereits am Meuchelmord versucht und ist gescheitert. Was bringt euch auf die Idee, dass ein zweiter Erfolg haben würde? Nun, erfolgreich oder nicht, ich gestehe, dass es mir gerade in Anbetracht der aktuellen Lage nicht behagt, zu wissen, dass Diamantis nicht der Einzige war, der auf diesem Schiff heimlich Leute umbringt. Zumal Diamantis eine sehr viel höhere Erfolgsquote aufweisen sollte. Nun, was gedenkt ihr dann mit Paktierern zu tun? Wollt ihr sie laufen lassen? Naja, dafür haben wir in letzter Zeit ja ein gewisses Talent bewiesen. Wenn ihr wahrhaftig eine... Wir konnten es ihm damals nicht nachweisen. Und ja, ihr fühltet euch im Recht, weil ihr euch sehr sicher wart, dass er ein Paktierer ist. Aber ich möchte nur sagen, auch jene, die mit Preyos Widersacher im Bunde sind, glauben meist nur, dass sie für Gerechtigkeit sorgen. Das erfüllt trotzdem nicht den Standpunkt, dass sie nicht gerichtet werden sollten. Das stimmt wir uns auch hoffentlich überein. Wenn ihr wahrhaftig eine Anrufung an Satina vorbei vorhabt, solltet ihr vielleicht eher den Mann zum Tee einladen. Durch Anhören, was er euch anzubieten hat. Wir sollten mit ihm sprechen und Solamin kann ihn vielleicht erneut prüfen. Ihr könnt von draußen Schritte hören und dann wird die Tür aufgemacht ohne ein Klopfen. Padigan kommt herein, seine Hand wohl blutig und zwar nicht nur auf der linken, sondern auch auf der rechten. Er macht die Tür wieder zu und schaut sich etwas um. Habt ihr eine Schale mit Wasser? Ich kann eine bringen lassen. Danke. Ja, damit schaut er sich einmal um. Das Sofa, auf dem ihr euch niedergelassen habt, ist aktuell voll und dementsprechend würde er an den Tisch herantreten, sich den Stuhl heranziehen und dann sich setzen. Wir haben einige Fortschritte erzielt. Und zwar werden demnächst einige Leute hängen. Die einfachen Söldner von den verschiedenen Einheiten, die Füchse von Perikum und die Wölfe von Perikum, zumindest diejenigen, die überlebt haben, bei dem Anschlag auf euch, werden gehängt. Die anderen werden der Stadt verwiesen, da sie sich so erst einmal nichts schuldig haben machen lassen. Korasmold war, nun, schwieriger zu knacken. Aber auch da habe ich am Ende Erfolg gehabt. Er war zunächst überrascht, mit welcher Brutalität ihr auf diese Finte reagiert habt. Nun, hätte Diamantis keinen eigenen Mordanschlag mitten in der Stadt auf einen reichen Händler vollführt, dann hätten wir ihn tatsächlich freisprechen können. So allerdings können wir ihm nicht vergeben und er wird weiterhin gesucht werden. Aber hätte er abgewartet, dann hätte man jetzt den Freispruch erzielen können. Nun, wir waren alle überrascht von dieser Aktion. Nun, laut den Erinnerungen von Korasmold soll Hyvilla Marix Fuchsecker tatsächlich wohl noch leben und der Tod ist fingiert gewesen. Die Leiche, die im Boron-Tempel zu finden ist, ist eine ihr wohl sehr ähnlich sehende Frau, die er selbst umgebracht hat, dementsprechend drapiert und dann später diesen Mord angezeigt hat. Wo sie sich aktuell aufhält, weiß ich leider nicht. Das hat Korasmold auch auf speziellem Wege nicht preisgegeben. Aber ich glaube, das spielt auch keine Rolle. Nun, Diamantis würde nun aber für den Mord an Ola Marex so oder so gesucht werden. Von daher solltet ihr ihn noch einmal sehen oder wissen, wo er sich aufhält. Er wird keine Gnade von uns erwarten können. Und ich glaube kaum, dass wir ihm das ausrichten können. Ich rechne nicht damit, ihn wiederzusehen. Nun, auch das hatte ich mir fast gedacht.
Aber damit werde ich auch sämtliche Wachen von dem Schiff hier abziehen, die ich noch davor postiert hatte. Stören sie dann doch das Gesamtbild, möchte ich meinen. Was geschieht mit dem Handelshaus Marix? Ist es aufgelöst? Vermutlich. Das Oberhaupt fehlt. Zwar ist War Marix als Händler mit einigen Schiffen in der Lage dazu, es wieder aufzufüllen, doch nach dem allumfänglichen Verrat, nicht nur von Hövilla, sondern auch von Ola, wir werden es zerschlagen und die Reichtümer aufteilen. Und dafür werde ich sorgen. Wenn ihr das nun könnt, wäre das eine gute Sache. Denn sonst, glaube ich, hätten wir nicht so viel erreicht. Nach dem Schriftabgleich, den wir gemacht haben, war es wohl War Marix, der im Kontakt mit Darion Paligan stand und dieses Komplott gegen die Admiralin geplant hat. Und er ist weiterhin auf freiem Fuß. Korrekt. Wir werden ihn zu dieser Sache auch selbstverständlich befragen und ihn dann wegen Verrats gegen die Krone anzeigen. Zumindest haben wir einige, die wir hängen können, und Koras Mold. Wir werden uns um ihn kümmern. Solltet ihr ihn noch einmal selbst befragen wollen, steht euch das selbstverständlich auch zur Möglichkeit. Denkt ihr, aus ihm wäre noch irgendetwas herauszuholen, was helfen würde, War Marix aus dem Verkehr zu ziehen? Nun, er ist relativ geschickt darin, seine Gedanken zu verbergen. Auf profanem Wege nein. Vielleicht könnt ihr auf magischem oder kamalem Wege selbst einige... Nun, ihr seid erstaunlich. Das mag ich gar nicht in Zweifel ziehen. Daher würde ich ihn euch, wie gesagt, überlassen. Aber ich glaube nicht, dass War Marix oder auch Yodor sich noch allzu lange in der Stadt aufhalten, wenn sie bemerken, dass dieser Anschlag nicht funktioniert hat. Dann wird er sein Schiff nehmen und sich Paligans Flotte anschließen, denke ich. Dann solltet ihr ihm, nun, schöne Grüße ausrichten, wenn ihr den, Darion, wenn ihr Darion aufsucht und ihn vernichtet. In meinem Beisein nennt ihn nicht Paligan. Verzeiht. Er lächelt milde. Meine Familie ist groß und es gibt die Guten und es gibt diesen einen Schlechten. Und man kann sich seine Verwandtschaft nicht aussuchen. Nein, kann man nicht. Nun, was denkt ihr? Blick in die Runde. Möchte sich etwa Boltax noch einmal mit unserem Gefangenen auseinandersetzen? Das kann ich natürlich tun. Rafim, möchtest du mich begleiten? Ja, ich kann nicht richtig aufstehen, Boltax. Ich befürchte, ich habe andere Probleme als diesen Hurensohn. Dabei hat dir Verhören doch sonst immer so viel Spaß gemacht. Ja. Um deutlich zu sein, ich möchte nicht, dass der Mann gefoltert wird. Aber wenn ihr Informationen aus seinem Kopf herausziehen könnt, dann wäre das sicher interessant. Ja, währenddessen klopft es an der Tür und... Entschuldigung bitte, ich habe einmal Wasser hier für den hohen Grafen. Dankeschön. Stell es auf den Tisch. Okay. Hallo, Herr Graf. Hallo, mein Kleiner. Und dementsprechend wäscht er sich dann seine blutigen Hände in der Schüssel mit Wasser. Nun, auf magischem Wege haben wir mehrere Möglichkeiten. Ich kann ihn ganz profan zwingen, auszuspucken, wo sie ist, wenn er es weiß. Ich kann es etwas diffiziler anstellen. Ihr erinnert euch, ich kann ihm vorgaukeln, dass ich weiß nicht, Ola zum Beispiel bin, und dass er mir Bericht erstatten soll über alles, was abgelaufen ist. Oder aber in seine Gedanken eindringen und sie erforschen oder ihm einen Traum spendieren. Nun, was dir am zielführendsten erscheint, Boltax. Und wie gesagt, ich bin vor allem an War Marix interessiert. Das mit Hyvilla, nun, es ist ein bisschen ein persönlicher Groll. Aber ich glaube, wenn wir verhindern könnten, dass War Marix mit seinem Schiff oder sogar mehreren Schiffen zur Flotte des Heptachen hinzustößt,
Dann wäre das doch etwas. Nun, das lässt sich sicherlich einrichten. Wie gesagt, die wenigste invasive Möglichkeit wäre vermutlich das Schenken eines Traums. Da kann ich die Rahmenbedingungen dann auch so gestalten, dass es wirklich glaubwürdig wirkt. Gut, wenn ihr genügend Informationen über den Mann habt, um das glaubwürdig darzustellen. Nun, ich würde mir gerne das Haus Mareks noch einmal angucken, dass ich Besprechungszimmer bzw. das Büro von Ole Mareks darstellen kann im Traum. Vieles wird der Träumer ohnehin selbst ergänzen durch seine Erinnerungen und Gedanken. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, den Fluss des Traums in die richtige Richtung zu lenken und dann zuzusehen, was sich so ergibt. Und an gewissen Stellschrauben zu drehen, um das Ganze so zu ermöglichen. Es ist gut. Das wird sich sicher einrichten lassen, oder, Markgraf? Nun, selbstverständlich. Sehr gut, sehr gut. Dann muss ich mir das Ganze nur angucken und dann muss der gute Gefangene einen ruhigen Schlaf haben. Nun, ich kann auch ohne Probleme an so etwas wie Schlaftrunk herankommen, wenn ihr das braucht. Nun, ja, das würde natürlich helfen. Aber ich gehe mal davon aus, dass euer eigener Alchemist ebenso etwas herstellen kann. Zweifelsohne. Ihr solltet sogar noch ein gewisses Maß an praktikablen Mitteln haben. Nun, wenn ihr ihn mir in einem Stück zurückgeben möchtet, dann wendet euch einfach an die verschiedenen Wachhabenden, die ihr in der Stadt findet, von der markgräflichen Wache. Ansonsten werde ich euch von dem Piratenabschaum unter Deck schon einmal befreien, die ich dann hier im Hafen aufhängen lasse. Ich wünsche euch viel Erfolg. Dankeschön. Euch ebenso. Sollten wir die restlichen Mitglieder des Hauses Mareks noch erwischen, dann lasse ich euch eine kleine Notiz zukommen. Solltet ihr keine Notiz von mir bekommen, dann geht davon aus, dass ihnen die Flucht gelungen ist. Gut, danke. Und noch wegen der Sache mit der Admiralin. Sicher seid ihr in der Position, einen Artikel beim aventurischen Boten zu platzieren, oder? Nun, im Prinzip obliegt die Ernennung einer Admiralin der Hohen Kaiserin, die für die Perlenmeerflotte spricht. Allerdings ist sie nie wirklich abgesetzt worden. Solltet ihr der Meinung sein, dass es gut daran ist, die Admiralin wieder an die Position zu bringen, an der sie eigentlich war, dann würde der aktuelle Admiral im Oktagon, nun die Ernennung würde für nichtig erklärt werden. Damit würde er wieder zurückfallen auf den Posten des Konteradmirals. Nun, ich muss sagen, dass ich die Überzeugungen, dass ich die Alternativen nicht sehr überzeugend finde. Und ich glaube auch, dass es schwierig ist, jetzt noch einen Rückzieher zu machen, nachdem wir bereits Pilliope von Radmos hinzugezogen haben. Ich denke, sie wird eine große Hilfe dabei sein, die Admiralin der Perlenmeerflotte bei ihrer Aufgabe zu unterstützen. Ich bin sehr gespannt, wie sie ihre Aufgaben bewerkstelligen wird, wenn sie dann irgendwo an eurer Seite gegen einen entfernten Verwandten zieht.